Ja, willkommen zu Frequent Travel TV. Ihr seht im Hotelzimmer ist es weihnachtlich, Christbaum und äh, bisschen Geld. <laughs> Schoki. Also vor Weihnachten gehabt zu haben und äh, ihr wisst ja, wie es ist, Geschenke. Ich hoffe, ihr seid äh, reich beschenkt worden. Ich bin von euch reich beschenkt worden mit Likes und mit Views. Danke dafür nochmal und dafür beschenke ich euch mich. Ich mich euch? Nein, ich beschenke euch mit einer frisch gepressten Ausgabe. Und zwar heute haben wir die Themen Airbus A220, 170 Plätze gleich A221. Dann haben wir ein Thema und zwar das Thema äh, Fernbahnanschluss für alle Flughäfen. Das hat Matthias mir geschickt, hatte ich gestern komplett vergessen, aber Thema wird nicht alt. Soll ja erst 2040 soweit sein. Und wir haben ein Thema, was... Äh, Viele von euch warm werden lässt. Royal Air Marac Status Match. Und jetzt festhalten, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Es kostet Geld. Aber es geht auch mit dem Hotelstatus. <laughs> ja, ganz lustige Geschichte. Und wir haben diese und die passen zu London, dem Flughafen, den hier draußen sieht. Kann man ein bisschen mehr? Ja, ein bisschen mehr London. Da haben wir ein bisschen mehr London. Man sieht der Tannenbaum nicht mehr, ne? Ach scheiße. Man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall, so bin ich im Bild, ne? Auch doof. Aber irgendwie machen wir es schon runterrutschen, dass der Balken nicht im Gesicht ist. So. Und dann natürlich diese und die London, da haben wir einige dies in der First Class mit Hansens gefunden. Da können wir euch verarzten. Und ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren, zu abonnieren und vor allem auch viel Liebe zu geben und Leute einzuladen den Kanal zu schauen, damit wir weiter so wachsen, wie wir es tun. Danke dafür und ähm, auf ins Rennen. Ne? Liken. Ganz wichtig. Das erste Thema, was wir heute haben, das ist Airbus A221. Und da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das ist ja eine Geschichte. Da hat ja der Kollege ähm, Christian Scherer gesagt, ja, kommt nicht. Paris Airshow, da hatte ja die Bank of America auch schon spekuliert, dass einer kommt. Aber dann hat man einfach gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, obwohl man will das jetzt doch machen, eventuell mit dem Joker. Weil der 220 verkauft sich sehr gut und der 2320 er verkauft sich noch besser. Aber man hat weniger Lieferschluss und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Lufthansa da auf die 737 Max eingeschwenkt ist. Und äh, damit soll das mit diesem Stretch auch in der 737 MAX-Segment natürlich auch wildern. Und es soll im äh, 320er wildern, aber. Eine Fluggesellschaft, die einen 220er hat, wird wohl kaum einen 320er nehmen und umgekehrt, wenn sie nicht große Flotten eh haben. Deshalb ist das gar nicht mehr so problematisch. Es ist auf jeden Fall so, dass, der, äh, dass Airbus halt 2023 halt diese Details da so ein paar gestreut hat und was gesagt hatte. Und jetzt gucken wir uns mal an, ist der A221 äh, reif, um auf den Markt zu kommen? Und ähm, der 170-Sitzer gehört halt zur festen äh, Strategie. Spannend ist natürlich immer. Fluggesellschaften mögen es immer nicht so gerne, wenn Flugzeuge über 150 haben oder über 200 haben, weil man da natürlich bei den Fluggesellschaften, man das Bild ein bisschen höher, so dann ist der Baum leider nicht mehr so zu sehen. Auf jeden Fall ist es so, dass man ja pro 50 Leute immer einen äh, Flugbegleiter braucht. Und wenn man 170 hat, bräuchte man für 20 Leute schon einen eigenen. Das finden die alle nicht so lustig und ähm, die äh, 220er Serie dann zu stretchen auf 170 ist natürlich eine logische Geschichte, das ist so, und da muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen: Ja, das macht auch Sinn. Und das Flugzeug soll auch nicht heißen 220 500, sondern es soll heißen: Ja, A221. Ähm, man muss natürlich da das Flugzeug so gestalten, dass die Kunden das spannend finden. Kunden sind in dem Fall nicht wir, sondern die Fluggesellschaften. Leider heißt also, dass man. Den Flieger so gestaltet, dass er sehr viele Möglichkeiten des Einsatzes hat, also flexibel ist. Und ähm, das ist halt wirklich so, dass ähm, auch Fluggesellschaften wie JetBlue mehr Reichweite haben wollen für das Flugzeug. Und ähm, Air France zum Beispiel sagt, dass man ähm, man möchte einfach nur ein paar Sitze mehr haben, denn mehr Reichweite heißt mehr Gewicht. So. Und das ist halt immer das, das Thema, was man da dann halt ausbalancieren muss. Und man möchte dann auch noch den Triebwerkshersteller äh, CFM einspannen, weil man hier im Moment nur allein diese äh, Pratt Whitney-Triebwerke hat, die BW 1500G. Und wir wissen ja alle, was es da mit der Pulverbeschichtung im Moment für Probleme gibt. Und es gibt halt wirklich technische Schwächen. Und wir sehen ja auch bei Air Baltic, die da massiv ähm, am. Äh, Massiv am Wachsen sind, dass Flugzeuge trotzdem am Boden bleiben, weil man halt nicht alle benutzen kann. Swiss hat dasselbe Problem. Und ähm, der Verkaufsstaat in 2024 könnte eine Möglichkeit sein, weil nämlich ab nächstem Jahr äh, wieder Flugzeuge bestellt werden, wegen Kundeninteresses. Ja, Achtung, Kunde. Und da ist es so, dass es natürlich die A320-Produktion ausverkauft ist und ähm, man möchte natürlich auch mit dem 321er die 320er. Produktionslinie ausfüllen und ausstatten, weil die natürlich margenstark sind und Geld bringen. Und da muss man natürlich gucken, dass man dort bei 27 Stornierungen beim 320er oder 120 er äh, 763 Neuaufträge reingeholt hat. Und daran seht ihr natürlich, wo der Hammer hängt. Und damit kann man natürlich dann auch dort gucken. Auch Turkish Airlines, der den Deal mit 230 Flugzeugen hat, der hat 150 A321er bestellt, aber keine 320er Neos. Also, daran seht ihr, dass die größeren Flugzeuge eher gefragt sind und im unteren Segment auch Flugzeuge gefragt sind, aber der 320er so ein bisschen abschwächelt. Und ähm, man möchte natürlich auch eine Produktionskonkurrenz zwischen dem 320er und dem 321er und der 221 verhindern. Heißt also, dass man dort dann äh, auch schauen muss. Die ähm, Linien vom A20 in der Produktion von, in Mirabel, Kanada, das ist ja da, wo der Bombardier, so hieß er ja, P Bombardier CS-100, CS-300 äh, ursprünglich gebaut worden ist und jetzt in ähm, Mobile, Alabama gebaut wird, immer besser unter Kontrolle kommt. Und dann ist es so, dass man. Im laufenden Jahr zwei A220-100 und 55 A220-300 ausliefern konnte, also vier Flugzeuge mehr als in 2022. Daran seht ihr, dass es da halt wirklich Gas gibt. Aber man möchte in 2025 eine Monatsrat von 14 A220 haben und in 2024 ist ein großer Sprung in der Produktion vorgesehen. Also da ist es so, dass man dort die Taktzahl hochfahren möchte. Ihr könnt hier an dieser Stelle natürlich. Sagen, was ihr von der 220 haltet. Ich persönlich finde das Flugzeug richtig geil. Ähm, mag es allerdings, der Makel ist natürlich diese 2-3-Geschichte. Äh, viele von euch sagen natürlich, nee, gerade das ist der Spaß. Wenn man halt äh, in der Business Class sitzt, haben man ja neben Platz frei. Aber für Fluggesellschaften ist das natürlich auch so ein Problem, dass dieser Rumpf, der etwas schmäler ist, da dann halt auch nicht eine 6 reihe hinkriegt. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen. Blöd an der Stelle, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ihr könnt jetzt der Ehrlichkeit halber nochmal unten schreiben, was ihr davon haltet. Und ähm, wir haben jetzt ein Thema, was, ähm, ja, da, da bin ich halt wirklich auch äh, irritiert. Ähm, Fernbahnanschluss an alle mittelgroßen und großen Flughäfen in Deutschland, ab 2040 von der EU vorgeschlagen. Aber was heißt das? Flughäfen wie Frankfurt haben Flughafenanschluss äh, an die Bahn, München nicht. Also das heißt, München sollte kommen. Und jetzt ist es so, dass man in den äh, wegweisenden Abkommen für die EU-Europa braucht ein Verkehrsnetz, dass man halt wirklich da auch diese Intermodalität einführen kann. Und ich finde das persönlich doch relativ cool. Also ich muss da ehrlicherweise sagen, ja, das muss so sein, dass man ans Fernbahnnetz angeschlossen wird. Denn man muss ehrlicherweise sagen, dass man dort mit dem Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes T oder TNW äh, äh, möchte, das, so wird das nämlich genannt. Das nennt sich Transeuropäisches Verkehrsnetz. Transeuropäisches? ja, Also TEN.V. Trans-European Network. Auf jeden Fall ist es so, dass das gemacht werden soll und Zeit ist bis Ende 2040. Gott sei Dank <laughs> ist natürlich ein bisschen mehr. Und ähm, man möchte halt, dass äh, in dem Anschluss die EU künftig alle Flughäfen mehr als 12 Millionen Passagiere. An dieses Fernbahnnetz angeschlossen wird. Das wären also dann Hamburg natürlich, dann wären das auch Stugi, aber auch München. Und ähm, man muss natürlich gucken, dass, äh, wenn man die Passagierzahlen von 2029 nimmt, dass diese Flughäfen dann auch äh, dort einen IC-Anspruch haben, werden, müssen, sollen gemacht, getun getan. Ja, und dann ist auch das Gebimmel in, ähm, in München endlich vorbei, dass man sagt: Ja, wir machen es, wir machen es nicht, wir wissen es nicht, wir sagen es euch. Ähm, und da muss man der Ehrlichkeit selber sagen, ich finde es gut. Auch hier könnt ihr einmal antworten als Frage des Tages, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Ich persönlich bin da ein großer Freund von. Und wo ich auch ein großer Freund von bin, ist von Status Match, wenn es Sinn macht. Und da müsst ihr jetzt mal schauen und ich gebe euch mal jetzt was auf die Augen. Ähm, wir haben es hier lustig, lustig, lustig und Grüße zurück an Jörg und Regina. Gerade die Nachricht übrigens gelesen <laughs> während der Aufnahme. Ähm, hier war es auf die Augen, da ist es, da seht ihr es. Für den Status Mensch innerhalb von 60 Sekunden anmelden und dann seht ihr auch, wie das geht mit, ähm, beim Safarflyer Flyer Mitgliedsprogramm. Die sind ja übrigens Mitglied, wie ihr hier seht, in der One World. Da gibt es halt auch den äh, Status, Sapphire und so weiter. Und Emerald, äh, also Sapphire hier, Emerald da. Und jetzt kommt der Knüller und da gehen wir deshalb auf diese Seite hier. Ähm, da sind die Fragen. Das heißt also, es gibt eine Application Fee. Wenn ihr auf den äh, Platinum Light geht, 1000 oder für den Platinum Standard sogar 1500. Ähm, jetzt müsst ihr wissen, wann seid ihr dafür überhaupt... Ähm, Regierungsregistrierungsfähig. Reg also, wer bei Air Canada ist und einen dieser Status hält, oder Air Europa, Air France, Delta, Egypt, Air Emirates, selbst bei Emirates kann man nicht bis zum Platinum durchgehen. Das geht nur, wenn man bei KLM zum Beispiel ist oder bei Lufthansa Horn ist. Da geht das auch, da kann man auch direkt durch Ansonsten ist nur der Senator bei bis Gold nötig. Da seht ihr das, bei United oder bei WestJet. Und was auch spannend ist, ist bei der Geschichte: man kann, wenn man vom Hotel kommt, hier Arcor, GHA, Hilton, Hyatt, IHG, Marriott, Radisson Hotel, Windham Hotel, kann man immerhin den äh, Silberstatus nehmen. Jetzt gucken wir uns kurz mal an, was es bei den ähm, Statusstufen auf sich hat. Und da seht ihr das hier. Ups, Accept All Cookies. Und da seht ihr es auch. Wenn man Silber ist, ist man zumindest Ruby. Ist jetzt natürlich nicht so geil, weil Sapphire wäre geiler, weil man als Sapphire in der Tat dann auch ähm, Lounge-Zugang hat, nicht nur als Ruby. Aber hier seht ihr, wie man dort dann Vorteile hat, die man halt als, als Gold schon okay ist. Und ihr seht vor allem in die Business Class Lounge kommt ihr hier auch mit einem Gast rein. Ups, wollten wir wollt mal nur die Reihe? Warte, so machen wir es. So, kommt ihr mit einem Gast rein. Und für den einen oder anderen ist es halt wirklich spannend. Jetzt muss man der Ehrlichkeit aber natürlich sagen, so eine bezahlte Geschichte ist natürlich ein, ein Thema, ist ein Problem. Aber wenn man sich das wirklich anschaut und sagt, ja, mh, mh, vielleicht ist das interessant, äh, dann ist das wirklich so. Also man muss halt wirklich äh, wissen, wenn man das Ganze... Dann noch weiter ver, äh, extenden möchte, dann muss man halt wirklich bis zum 30. Juni 2024 mit äh, Royal Air Maroc geflogen sein und ähm, muss das auf dem eigenen Konto gutschreiben lassen. Das ist ganz wichtig. Also ob man jetzt für 54 Gold nimmt, für 1000, 1500 Platinum, der sechs Monate ähm, gültig ist ist so, dass das eher so eine Geschichte ist, wo die Geld haben wollen bei Air Marok. Das ist so eine geldeinsame Maschine. Wir erinnern uns ja an, an äh, die Freunde von, ähm, wie hießen sie noch mal? Waren auch star Alliance mitglied äh, äh, nicht United, sondern die... Man wird älter. Schon wieder ähm, in USA, US Airways. Äh, US Airways hat ja den Status auch verhurt und verhökert. Und so ist das. Und wichtig ist auch wenn man irgendwie nicht den Statuskriterien, die auf der Seite erfüllt sind, und ich gebe euch nochmal die Webseite, die Seite heißt SafarflyerStatusMatch.com, dann hat man die Knete verballert. Dann gibt es da kein Geld zurück. Das muss man halt auch wissen. Ähm, deshalb, also ich persönlich würde jetzt nicht so hingehen äh, und Blutgeld zahlen, weil ich ja mein äh, Platinum habe bei, bei Finnair oder mein äh, Platinum bei Qatar Airways. Habe also Emerald Brauche es also nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr davon ähm, euch was versprecht, kann sich für den einen oder anderen durchaus lohnen, wenn man Gepäck sieht und so weiter und so fort. Also, ich wollte es euch nur gesagt haben, damit ihr nicht sagt, der Lars sagt uns nicht alles. Deshalb jetzt da Gas geben und jetzt um 15 18 Minuten in die Sendung, also 15 Minuten, 18 Sekunden, um ganz genau zu sein. Haben wir auch was mit dir, Sohn. Und zwar London kann man günstiger buchen im Moment. Ähm, da haben wir von den Freunden bei Frankfurt Flyer Preise rausgesucht, gekriegt. Hätte ich fast gesagt, die haben das auf ihrer Seite veröffentlicht. Und zwar Dubai 2833 in der First Class, Sao Paulo 3488, Chile 3552, Buenos 4249. Johannesburg 3907, Seoul 4146, 4584, Hongkong, Singapur 4620 sind nur einige der Ziele. Sieben Tage Mindestaufenthalt, maximal zwölf Monate, 410 Euro zuzüglich mal äh, Tarifdifferenz bei Umbuchung. Erstattung ist nicht möglich. Buchungsklasse ist natürlich wie immer die A, aber Rückflug ist in der J, also dieser Hinflug zwischen London und. Ähm, München oder Zürich oder wo auch immer heißt, also da gibt es die Business Class und damit seht ihr halt auch Dubai. Ist wenn man vom Preispunkt her geht, das interessanteste mit 2800, weiß es gibt für Dubai Support gibt es ab nächstem Jahr alles dieselben Meilen, alles nicht mehr so pralle. Aber nur damit ihr es wisst, haben wir euch das noch mal gesagt. Schaut auf den Flughafen zurück, habt noch mal besinnliche Weihnachten einen Moment und. Ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch viel Spaß, viel Freude und ein frohes Fest. Und nochmal Danke für die Grüße gestern. Da 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 da. da. Ähm, und wenn ihr Grüße schickt wie äh, Rina und Jörg, dann werdet ihr auch in der Sendung erwähnt. Also danke euch nochmal. Also während der Sendung. Ne? Ähm, danke euch. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, zu kommentieren und natürlich auch bis morgen wieder. Morgen werde ich wahrscheinlich auch wieder eine Sendung machen. Und ich werde eine Sendung machen am 31.12. meinen Jahresrückblick, Statusstrategie. Und am 1.1. werde ich machen, welche Strategie oder welche Hotelprogramme und so weiter oder Airline-Programme ich weiterführen werde und welche nicht. Und ähm, es wird den einen oder anderen überraschen, eventuell. Also danke euch und den normalen Abspann gibt es jetzt auch wieder ohne Weihnachtsklimpen. Also bis dann, danke, ciao. Hvis du kan lide denne video, så kan du også lide denne video.